Mein Name ist Filippo und in diesem Video möchte ich dir gerne zeigen, wie du die Bezahloption für deine Rechnungen an deine Kunden schicken kannst und wie das funktioniert. Das zeige ich dir jetzt. Zuallererst ist es immer wichtig, dass wir eingeloggt sind in unserem System. Wie finden wir jetzt die Payment-Seite? Wir klicken hier links auf Rechnungen und dann Payments. Jetzt kannst du hier oben rechts auf Neue Seite erstellen. Ich habe mir hier schon mal eine kleine vorbereitet. Gehen auf Bearbeiten und du siehst hier jetzt ein paar Einstellmöglichkeiten. Das zum einen kannst du das Logo hochladen. Also ich nenne das jetzt mal den Briefkopf. Dann haben wir verschiedene Zahlungsarten, und zwar 4 Stück an der Zahl. Wir haben die Vorkasse, wir haben Rechnung, PayPal und Sofortüberweisung bzw. jetzt Klarna. Dann hast du hier rechts, kannst du im Footer ein paar Links hinzufügen. Dann einen Text vor und danach. Was bedeutet das? Ich zeige dir mal, wie die Seite aussieht. Ich brich mal hier einmal ab. Nehmen den Link zur Seite. Klicken hier einmal drauf. Und hier siehst du jetzt die Payment-Seite. Als Beispiel dein Gast oder dein Kunde, dem schickst du ja die E-Mail. Ich zeige dir gleich, wie das Ganze aussieht. Der bekommt dann diese Ansicht und hat dann hier seine ganz normale Rechnung. Und hier unten kann er jetzt auswählen, welche Zahlungsart, also sprich die, die du auch hinterlegt hast, nutzen willst. Zum Beispiel wie hier PayPal, klicke ich rauf, zack, und dann wirst du weitergeleitet zu PayPal. Wir schließen das Ganze jetzt nochmal, gehen auf Bearbeiten und du kannst für jeden einzelnen Kalender, wenn du willst, eine einzelne Payment-Seite erstellen. Wie machst du das? Indem du hier zum Beispiel sagst, nutze diese Seite, wenn nicht anders eingestellt. Das bedeutet, jeder Kalender nutzt diese Payment-Seite. Möchtest du aber eine individuelle Payment-Seite haben, dann wählst du diesen Knopf hier aus. Wenn du jetzt auf Seite speichern, also Seite bearbeiten klickst und wir zum Beispiel jetzt auf den Kalender gehen, gehen hier auf Option, bearbeiten. Wenn du jetzt runter scrollst, siehst du hier Payment-Seite für den Kalender. Einmal hier ausgewählt, kannst du für den jeweiligen Kalender eine bestimmte Payment-Seite halt auswählen. Das ist quasi damit gemeint. Wir gehen wieder zurück. Payments. Gehen auf Bearbeiten. Du siehst hier, vielen Dank für deine Buchung. Wenn wir das jetzt zum Beispiel löschen. Vielen Dank. Deinen Termin. Dann speichern wir das Ganze. Ich aktualisiere und du siehst, hier oben hat sich's verändert. Gucken wir uns jetzt mal das Ganze, wie das aussieht, wie du eine Rechnung verschickst. Wir gehen auf Kalender, Buchungen. Hier oben haben wir jetzt einen Beispieltermin bekommen, 400 Euro. Und da gucken wir uns jetzt mal die Details an. Wir wollen diesen Termin erstmal bestätigen. Und jetzt erstellen wir die Rechnung. So, hier jetzt angekommen, erstellen wir jetzt die Rechnung. Wir können hier noch ein paar Daten eventuell verändern. Wir sehen hier den Betrag von 100 Euro. Sagen Rechnung erstellen. Die Rechnung wurde hier oben jetzt erstellt. Und sagen Zahlung anfordern. Das machen wir jetzt. Nachrichten senden. Und jetzt gucken wir uns die E-Mail an. Das ist jetzt quasi die E-Mail, die der Kunde jetzt bekommt. Und hier siehst du den Link. Wir klicken jetzt einmal hier drauf und er wird automatisch zu der Payment-Seite geschickt.
Hier sieht er nochmal die Rechnung, wie sie aufgebaut ist. Er hat die Möglichkeit, sich diese runterzuladen und hier auch gleich jetzt zu bezahlen. Solltest du trotzdem irgendwelche Fragen haben, kein Problem, melde dich bei uns im Support. Bis dahin wünscht dir dein Kalender-App-Team weiterhin viel Spaß mit unserer Kalender-App.